Freunde, wir gucken jetzt eine etwas traurige Sache uns an, aber ich denke mal, wir müssen Tribut zollen. Ja, wir müssen Tribut zollen, denn, Freunde, diesen Sonntag ist tatsächlich ein sehr guter, sympathischer, habe ich auch persönlich gekannt, Bodybuilder von uns gegangen, nämlich Paul Polocek, auch Landsmann von mir. An dieser Stelle Rest in Peace, Paul. Da müssen wir einmal den Tribut zollen an Paul. Wir gucken uns jetzt hier uns ein paar Fotos an von Paul, von seiner Zeit, als er noch unter uns war. Also es ist wirklich erschütternd für mich, weil ich habe ihn noch vor einem Monat auf der Dennis Wolf Classic gesehen. Wir haben uns kurz die Hand geschüttelt und dann sowas, wirklich eine erschreckende Nachricht. Wir gucken uns jetzt einmal kurz hier die besten Fotos an von Paul Polocek im Alter von, ich glaube, 38. Wie alt wurde der? 38, 36, ist doch unfassbar. Es gehen gerade so viele Menschen von uns, so viele Legenden. Hier, das hat er noch gepostet, lächelt im Auto. Also wirklich Ruhe in Frieden. Wir wollen auch der Familie alles Gute wünschen hier von unserer Community aus. Viel Kraft auf jeden Fall. Das Traurige ist, er hinterlässt eine Frau mit Kindern. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz schrecklich in dem jungen Alter. Er war Besitzer eines Fitnessstudios, war FB Pro, hat von Arnold Schwarzenegger, wenn ich mich nicht irre, war das die Columbus, Arnold Classic in Columbus oder Ohio, die hat er gewonnen, da wurde der auch Profi. Hier haben wir auch das passende Bild dazu. Da ist der Paul am Weinen, Alter. Wahnsinn. Also wirklich. Sehr, sehr traurige, erschütternde Nachricht. Und da wollte ich einmal nur eine kurze Trauerminute an den Paul schenken hier im Livestream. Wirklich traurig. So, danke auch hier für euren Support, fürs Rest in Peace, fürs Ruhe in Frieden. Sehr, sehr stabil. Und auf jeden Fall machen wir direkt weiter. Ich wollte jetzt hier nicht so eine schlechte, traurige Stimmung reinhauen in den Chat, in den Stream, aber das muss natürlich sein. Wir reagieren auf die gesamte Fitnessszene, gucken uns alles an und sowas ist natürlich, da muss man einfach mal der Familie alles Gute wünschen, beziehungsweise viel Kraft in dieser schweren Zeit.